Hi Leute, ich habe heute eine ganz besondere Folge Suppenküche für euch. Ich werde eine Nudelsuppe machen mit mehreren Zutaten. Ich werde eine kleine Gemüseeinlage machen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier Eier, ich habe Nudelsuppe. Ich zeige es euch nochmal kurz. Wir haben hier Pilze, schöne Champignons, ein paar Frühlingszwiebel, eine richtige Zwiebel, Knoblauch, Tomaten, Limettensaft, ein paar Gewürze. Wir fangen an mit der Zwiebel. Die machen wir einfach nur in feine Streifen. Die wird mit der Möhre angeschwitzt. So, Zwiebel, Knoblauch, ne, alter Trick. Einmal raufpressen, Enden abschneiden. Und dann löst sich das Ganze einfach ab. Den Knoblauch machen wir ein bisschen feiner. Wir haben jetzt hier die Frühlingszwiebel. Mal kurz ein bisschen Platz machen hier. Kleine Schüssel. Schon mal die Zutaten hier reinmachen. Das wird dann alles zusammen im Topf kurz angeschmort. Einmal hier rüber. Frühlingszwiebel, ne? Die oberen Teile, die nutzen wir am Ende als Garnitur. Können wir das mal weglegen. Hier die Enden abschneiden, ne? Klar. Ab damit in den Abfalleimer. Okay. Und die, da nehmen wir uns so 2-3 Stück und dann schneiden wir die so länglich. So, ich habe hier Pilze. Ich zeige euch kurz, wie man Pilze putzt. Eigentlich braucht ihr die nicht abwaschen. Ihr nehmt euch einfach hier so ein Küchentuch und guckt, wo so ein bisschen Dreck drauf ist und wischt ihn einfach ein bisschen weg. Weil die werden nicht gespritzt oder irgendwas, da braucht ihr keine Angst haben. Die braucht man auch nicht abwaschen. Okay, wenn ihr die Pilze geputzt habt, dann schneiden wir hier diesen kleinen Strung so ein bisschen ab. Sind manchmal ein bisschen trocken, ein bisschen Öl. Schmeckt nicht so gut. Und dann in die Hälfte schneiden und dann etwas dickere Scheiben, dass man nicht so einen riesen Klops im Mund hat. Okay, die Pilze. Auch wieder an unsere Schüssel hier rein. Was ich vergessen habe natürlich, ganz wichtig, Möhren. Die habe ich gut abgewaschen, die schäle ich nicht extra. Ich würde sagen, die machen wir genauso wie die Frühlingszwiebeln. In so feine Scheiben, bisschen länglich. Die kommen auch in unsere Schüssel rein. Letzte Zutat, Tomaten. Kurz abwaschen. Schöne kleine Cherry-Tomaten haben viel Geschmack. Die halbieren wir und schneiden sie dann in dicke Streifen. Ich habe selber auch gemerkt, es macht sich besser, wenn man die offen lässt und sie dann schneidet. Okay, die Tomaten werden wir am Ende hinzufügen. Die brauchen wir noch nicht gleich in den Topf schmeißen. Ich würde sagen, das Gemüse ist geschnitten. Und wir gehen weiter zum Topf. Ich habe hier einen mittelgroßen Topf. Ich stelle das Ganze auf mittlere Hitze. Ich habe jetzt hier 9 Stufen. Ich mache das Ganze auf 6,5. Der Topf ist jetzt heiß. Ich habe hier so ein bisschen Sesamöl. Da gehen wir ein bisschen sparsam mit um. Weil es sehr kräftig ist. Ein bisschen was davon rein, ein paar Tropfen und einen guten Schuss Olivenöl. Ja. Und jetzt kommt einfach alles in den Topf. Und wir lassen das richtig schön anbraten. Die Hitze ein bisschen runterdrehen. Ich mache es jetzt auf 5. Und lasse das Ganze jetzt einfach ein bisschen braten. In der Zwischenzeit zeige ich euch mal die Rahmensuppen. Wir haben hier die Brühe und das Gemüse. Wir brauchen jetzt zuerst die Brühe. Wir warten jetzt 5 Minuten, bis das Gemüse ein bisschen weich geworden ist. Dann fügen wir kochendes Wasser hinzu und die Brühe. Und das Ganze lassen wir dann nochmal 7 bis 10 Minuten ungefähr kochen. Okay,
Okay, das Gemüse war jetzt ungefähr 5 Minuten im Topf. Ist ein bisschen angebraten. Ich füge jetzt Wasser hinzu. So ungefähr 500 Milliliter. Kann auch ein bisschen mehr sein. Jetzt geben wir die Tomaten hinzu. Und das Suppenpulver. Das Ganze kocht jetzt. Ich werde jetzt schon mal ein bisschen würzen mit Sojasauce. Ich habe jetzt hier dunkle, die ist sehr dick und sehr konzentriert. Da brauche ich nur sehr wenig von, weil die sehr stark ist. Ganz wichtig, ein schöner großer Schuss Fischsoße. Stinkt wie Hölle, aber ist ein sehr schönes Gewürzmittel. Ist in fast jedem vietnamesischen Gericht zum Beispiel drin und gibt einen super Geschmack. Das Ganze muss jetzt ungefähr 7 bis 10 Minuten einkochen, dass die Möhren ein bisschen weich werden, dass es ein bisschen reduziert, ein bisschen mehr Geschmack entwickelt. Dann kommen Nudeln hinzu und dann sind wir auch schon fast fertig. Wir haben es jetzt ungefähr 5 Minuten kochen lassen. Ich habe gerade die Möhren getestet, die sind schon weich. Ich würde sagen, wir warten noch ein paar Minuten und dann machen wir die Nudeln hinzu. In der Zwischenzeit fange ich schon mal an mit der Garnitur. Wir haben hier unsere Frühlingszwiebeln von vorhin. Die schneiden wir in kleine, feine Ringe. Das sieht nicht nur gut aus, sondern gibt nochmal einen schönen, frischen Geschmack am Ende. Kurz zur Seite damit. Dann habe ich hier noch Hähnchenbrust. Die macht sich auch super als Einlage am Ende. Davon nehme ich einfach ein paar. Halbier die einmal und schneide sie dann in feine Streifen. Damit wäre unsere Garnitur auch schon beendet. Kurz umrühren. Ich glaube, das Gemüse ist jetzt weich. Ich habe schon die Brühe ein bisschen abgeschmeckt. Die schmeckt schon relativ gut. Ich werde jetzt Nudeln hinzufügen. Ach so, genau, unser Suppengemüse. Das reicht, wenn wir es jetzt hinzufügen. Weil das Suppengemüse ist gefriergetrocknet und gart sehr schnell durch. Unsere Nudeln. Das Trockengemüse. Ich würze das Ganze jetzt mit ein wenig Pfeffer. Weil da die Suppe schon an sich relativ scharf ist, werde ich jetzt davon nicht mehr ganz so viel ranmachen. Ich werde jetzt noch ein wenig salzen, aber die Sojasauce und die Suppenbrühe geben eigentlich schon genug Salz. Auch am Ende, wir haben es vorhin beim Anbraten benutzt, nochmal einen kleinen Schuss Sesamöl. Wir werden jetzt ungefähr 3 Minuten warten, bis die Nudeln gar sind. Dann werde ich noch 2 Eier in die Suppe tun. Die Nudeln sind jetzt fast durch. Ich gebe jetzt die Eier hinzu. Und mische sie einfach so ganz leicht mit runter. Das Ei ist jetzt durch. Ich habe jetzt noch ein bisschen Limettensaft. Da gebe ich jetzt noch ein paar Spritzer hinzu. Den Herd mache ich jetzt aus. Und damit ist unsere Suppe auch schon fertig. Ich habe jetzt hier 2 Schüsseln vorbereitet. Nehmen wir uns eine Kelle. Nochmal ein bisschen durchrühren. Ich habe die Suppe jetzt angerichtet. Ihr könnt auch alternativ, wenn ihr die Brühe nicht ganz so breich durch das Ei haben wollt, könnt ihr auch einfach ein Ei kochen, in 2 Hälften schneiden und am Ende servieren. Dann ist die Brühe ein bisschen dünner. Ich mag so. Ich habe jetzt hier noch meine Frühlingszwiebeln. Die kommen oben rüber. Dann habe ich hier mein Hühnerfleisch. Das verteilen wir auch ein bisschen, dass man hier ist ein bisschen was davon nehmen kann mit dem Löffel und reindippen kann. Das ist die fertige Suppe. Ihr habt wirklich eine richtig schöne Mahlzeit. Ihr habt Brühe, ihr habt Nudeln, ihr habt frisches Gemüse, ihr habt obendrauf schön frische Zwiebeln, ein bisschen Fleisch am Rand. Das ist wirklich ein leckeres Abendbrot. Geht relativ schnell, ist für jeden machbar, denke ich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Suppenküche. Ich werde noch überlegen, welche Suppe ich dann nehme.
könnt ihr darauf gespannt sein. Bis dann, habt eine schöne Woche, macht's gut, bis denn.